Servus, ich bin's, der Basti. Hallo, ich bin der Levi. Ja, der Levi ist heute mit dabei. Der ist jetzt fast 5 Jahre alt. Dauert noch 2 Monate, aber es ist bald soweit. Und mit dem habe ich jetzt eigentlich gespielt, seit er 2,5 ist. Und wir wollen jetzt so eine kleine Reihe starten. Und das ist jetzt heute die erste Folge. Es geht los mit hier einem Spiel ab 2 Jahren, so zumindest angegeben. Heißt Erster Obstgarten. Ist schon ein bisschen älter, ist von Haber. Und 2009 erschienen, steht aber nach wie vor in den Regalen der Kaufhäuser, zum Beispiel im Kaufhof kann man es kaufen oder bei Müller und so weiter. Also nach wie vor erhältlich auf jeden Fall. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Es gibt auch eine große Version. Wir stellen heute die kleine vor, die spielerisch eigentlich fast komplett ähnlich oder gleich ist. Wir zeigen euch einfach mal, wie man das jetzt spielt. Na? Ja. Und dann kommen wir zurück zum Fazit. In Erster Obstgarten möchten wir als Spieler zusammen es schaffen, diesen Obstgarten hier, der nach Farben aufgebaut ist, leer zu räumen, bevor der kleine Rabe hier den Obstgarten erreicht und uns die Früchte vor der Nase wegfrisst. Das machen wir jetzt in Reihenfolge, immer reihum. Wir würfeln und ja, was dann passiert, das erklären wir dann beim Spielen. Los geht's, Levi, auf geht's. Fängst du an? Wenn ich gerade einen Rabe gewürfelt habe, dann muss der Rabe 1 gehen und... Genau, und geht weiter auf den Obstgarten zu. Ja. Richtig. So, jetzt bin ich dran. Ich habe rot gewürfelt, also darf ich hier einen roten Apfel vom Baum nehmen und in unser Erntekörbchen legen. Und schon wieder der Rabe. Jetzt kommt dann noch ein Stückchen näher. Ah, und ich habe schon wieder einen roten Apfel. Würfel mal hier hin, dass man sieht, was rauskommt. Ja? Blau. Jetzt darf ich eine Pflaume nehmen. Ja, ich nehme die Birne. Du bist. Und jetzt nochmal eine Pflaume und tue sie in unseren Körbchen rein. Unser Körbchen, richtig. Ah, noch eine Birne, super. Ich glaube, jetzt könnte was kommen. Heute. Jetzt tue ich die Birne da rein. Ja, es gibt jetzt noch einen Fall, da passiert ein bisschen was anderes. Ich bin mal gespannt, wann der eintritt. Weißt du wann? Einmal haben wir jetzt den Rahmen, dann haben wir die Farben. Was gibt's noch? Kannst du es mal zeigen? Das Körbchen hier, weißt du? Ja, und dann dürfen wir uns 2 Sachen aussuchen. Ja, wir dürfen uns ein was aussuchen. Nee. Ne? Wir dürfen uns aussuchen, welche Farbe wir ernten. Und das ist sozusagen der Joker nochmal hier. So, angenommen jetzt, würfel ruhig nochmal. Blau. Jetzt nehme ich Blau und Pflaume wieder dran. Und ich habe einen Apfel, du bist wieder dran. Ein Körbchen. Ich hätte jetzt was anderes genommen, aber meinetwegen. Also es ist ja jetzt sicher die einzige Entscheidung, die man hat. Was tue ich, wenn das Körbchen kommt? Ansonsten führt man einfach aus, was der Würfel sagt. Leben. Jetzt müssen wir schneller, bevor der Rabe kommt. Mhm. Ja, jetzt den grünen rein. Dann wäre es, hätten wir bei Rot jetzt nicht warten müssen, sondern hätten wir den Apfel reinlegen können. Oh, der Rabe kommt näher. Jetzt ist er gerade da. So, jetzt wird es spannend, ob wir noch gewinnen können. Es schaut gut aus. Ja. Gewonnen! So, jetzt wir haben das Spiel gewonnen und spielen wir jetzt noch ein anderes Spiel. Ja, das war's. Jetzt warten wir erstmal die Jugend. Den Levi, was hältst du von Erster Obstgarten? Wie findest du das? Was findest du ich schön? Ich finde einfach mal die Regeln cool und dass der Rabe so schön gemalt ist und die Früchte und halt die Wege, wo der Rabe drauflaufen muss und halt der Würfel. Der Würfel, ne? Also das muss man auf jeden Fall sagen, die Komponenten sind hier wirklich äußerst ansprechend, haben hohen Aufforderungscharakter.
richtig schön groß. Auch für die Kleinen würde ich ab 2 Jahren gut zu greifen. Da ist nichts Fisseliges dabei. Der Würfel ist groß, der Rabe ist groß, alles ist irgendwie groß. Und das macht natürlich auch eine Menge Spaß, allein schon, weil es toll aussieht. Und selbst wenn das Spiel mal ausgedient haben sollte, kann man immer noch die Obstteile vielleicht in den Kinderkaufladen zu Weihnachten stecken oder ja, irgendwelche anderen Möglichkeiten fürs Puppenhaus finden für die Holzteile. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Einfach klasse. Und das spricht natürlich die Kinder an. Also da gibt es selten Kinder, die da nicht mitspielen wollen. Ne? Ja, würdest du das Spiel jetzt nochmal spielen wollen? Du bist ja jetzt schon ein bisschen älter. Oder möchtest du es noch spielen? Nein. Ja. Jetzt nimmer? Ist dir zu leicht? Ja, ne? Ist ein bisschen einfach geworden mit der Zeit. Also ich denke, für die, ja, für die ersten Spieleerfahrung ist es wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Man muss natürlich bedenken, das ist jetzt wirklich eine Zielgruppe 2+, also für Kinder ab 2 Jahren. Man hat hier eigentlich außer das Auswählen beim Korb, wenn man den würfelt, welche Frucht man jetzt nehmen will, hat man keine Entscheidung. Es ist ein reines Regelspiel. Ich würfel und tue, was der Würfel sagt. Man hat keinerlei Entscheidungen. Macht aber nichts für diese Zielgruppe, denn Kinder mit 2 Jahren können teilweise noch keine solchen Entscheidungen treffen. Die sind, ja, da ist man froh, wenn sie wirklich nach den Regeln spielen. Und das ist so das erste Spiel, das man eigentlich ja anwenden kann, gehst du jetzt hin, um die Kinder an Spielregeln ranzuführen, wegzuführen vom freien Spiel hin zu dem Besonderen. Wir haben jetzt hier ein Regelspiel. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die immer wieder Spaß macht. Es dauert nicht lange, das Spiel, manchmal nur 5 Minuten und dann ist man durch. Da spielt man oft mehrere Partien hintereinander. Und der Levi findet es eigentlich auch nicht schlimm, wenn wir verlieren, ne? Du freust dich immer, wenn du den Rahmen setzen kannst, ne? Also, da kommt auch einfach gar kein Frust auf, weil es kooperativ ist. Wenn, dann verliert man zusammen oder man gewinnt zusammen. Und da ist es wirklich jetzt kein so ein Spiel wie bei Mensch, ärgere dich nicht. Gibt es jetzt auch eine Kinderversion davon? Gibt es ja auch eine Kinderversion davon. Und da ist schon natürlich hohes Frustpotenzial da beim Rausschmeißen und so weiter oder beim Schlechtwürfeln. Hier, ja, spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn man verliert, dann spielt man es eben nochmal oder man freut sich drüber, dass der Rabe auch endlich mal was zu fressen kriegt. Also, wie gesagt, das kann ich absolut empfehlen für oder als wirklich eins der ersten Spiele, als steht ja auch drauf, meine erste Spiele als erstes Spiel. Von der großen Variante, wie gesagt, unterscheidet sich es eigentlich fast nur vom Material. Der Rest ist eigentlich vollkommen gleich. Also, wenn man das Spiel haben möchte, dann würde ich gleich hier zugreifen und die andere ältere Version, die große Version gar nicht erst anschaffen, weil das ist wirklich die schönere Ausgabe auf jeden Fall. Wer mit seinen Kindern beginnen möchte mit Brettspielen, ist wirklich hier bei diesem Spiel richtig gut beraten. Und sobald das Kind dann soweit ist, eigene Entscheidungen treffen zu können, kann man dann zu komplexeren Sachen oder halt zu etwas anspruchsvolleren Spielen greifen. Gut, dennoch haben wir es jetzt letztens auch erst gespielt, hat trotzdem wieder Spaß gemacht, ne? Aber von selber würde er es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so häufig wählen. Ne? Okay, das war's heute. Sag mal noch Tschüss. 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 Ich versuche jetzt mal hier einen roten Edelstein rauszuhauen. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Und jetzt noch einen seichten Schlag hier oben. 2. Ja, da hatte ich jetzt Glück, dass nichts eingestürzt ist. Ich nehme mir diese Teile und lege sie vor mir ab. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Er versucht das hier oben auch. 1. Und vielleicht jetzt wieder in die andere Richtung. 2. Oh, ja, der hat natürlich Pech gehabt.